24 von The Witcher 3. So. Dann lass uns mal loslegen hier. Wir wollten jetzt noch in dieses Haus rein. Okay, wollen ist so eine Sache. Wir können in alle Häuser erstmal durchgucken. Abgeschlossen. Da ist aufgeschlossen. Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Ja, das war die wilde Jagd, meine Freunde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit die wilde Jagd. Das ist eine Servierplatte. Und verwesendes Fleisch. Nam, 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 nam. Vergammeltes Fleisch können wir verkaufen. Verkaufen? Essen, denke ich mal, können wir das eh nicht brauchen. Werden wir es wahrscheinlich eh nicht. Hier ist abgeschlossen natürlich. Das ist eingeschneit. Hier haben wir Zwergenschnaps, alchemistische Paste. Die Bäume rascheln im Wind. Oh ja. Yeah. Plötze, ich grüße dich. Schnucki Putzi. So. Wir können jetzt nicht in alle Häuser rein, so wie das hier aussieht. Die andere Hütte ist abgeschlossen. Oh, da können wir aber rein. Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Altes Ziegenfell. Ja, vor allem, weil hier ja noch das Feuer so mehr oder weniger glüht, ne? Also es brennt nicht, es glüht, ne? Dort unten ist ja noch Glut. Also muss es ein paar Stündchen her sein. Ein, zwei Stündchen. Je nachdem, wenn man kein Feuer mehr nachlegt, wie viel Holzscheiten man hier reingetan hat. Ne? Ein paar Stündchen. Ein paar Stündchen auf jeden Fall ist das her. Aber noch nicht allzu lang. Ja. Da stimme ich Geralt zu. Ich war ja selber mal bei dem Pfadfindern. Also ich habe das gelernt. Somit weiß ich ja, wenn Blut noch da ist, ne, dann kann das nicht allzu lang her sein, dass da noch jemand da war. Ein paar Stündchen nicht weiter der Rede wert. Ja, gut, okay, der ist... Okay, wir glitschen hier rum, einmal links, einmal rechts. Wir tanzen im Sechseck. So, wir untersuchen... Ein Luftzug. Lucky, Lucky, da muss Lucky, ein Lucky. Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ein Luftzug? Oh, wir haben eine Falltür entdeckt. Ja, das ist unsere Leiche. Er wurde gefoltert. Natürlich, um Geheimnisse preiszugeben. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte seine Hose durchsuchen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in der Jacke. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Also ich denke, der Folterer ist ja nicht so blöd und hätte ihn nicht an seinem Leib untersucht, ne? Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Oh, tatsächlich, die sind so dumm. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ah, okay, das ist dann wahrscheinlich der Schlüssel zu der Falltür, die wir gerade aufgedeckt haben. Alles klar. Aufgeschlossen. Ab in den finsteren Keller. Und benutzen. Fläschchen? Lesen. Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt, großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet und zurückbringt. Ist sie vielleicht hier unten? Man könnte es schon als Lusthöhle... Wertsachen nicht weggeschlossen, fast als Auslage.
Verstand verloren? Oder... Eine Falle. Da ist doch irgendwas faul hier. 101 Kronen waren das, ne? Ah, Moment. Interessant. Okay, wir haben was entdeckt. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Betrunkenes Schwein, Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Ah, der meint Leto. Oder beziehungsweise, ja, Leto. Nee, oder meint er mich? Geralt. Aber ich hab betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe? Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit dem Bauern in Mittelhain. War der Forscher? Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das sollte alles sein. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Er ist wieder Ciri, Folter. Stimmt. Ciri. Zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Aber Ciri lässt sich auch nicht finden, ne? Erfahrungspunkte 100. Guck mal, da kriegst du gleich den ganzen Scheiß hinterhergeschmissen. Hendriks Notizen lesen. Das sind ja die... Ja, genau. Das ist ja gerade das, was wir ja jetzt mehr oder weniger bekommen haben. Leichte lesende... was ist das? Die Nilfgaardische Verbindung? Hexenjagd. Neue Quest. Quest verfolgen. Blutiger Baron. Quest verfolgen. Wir machen erstmal die Hexenjagd. Schatzsuche, Katzenschulen, Ausrüstung. Das holen wir als erstes. Oh, nee, das ist too much. Wolfschulen, Ausrüstung, das ist uns, das ist auch too much. Das ist too much, weil über die Quest ist quasi, das sind überall Totenköpfe. Warte mal, wir wählen jetzt erstmal Quest aus. Ich Backa. Hä? Arre? Hä? Ach so, oh, ich muss den Scheiß durchlesen in der Mitte. Ah, oh, Backa! Quest-Schwierigkeiten. Einige Quests sind möglicherweise noch zu schwierig. Neben jedem Questnamen findest du eine Stufenempfehlung. Wenn Geralt diese Stufe erreicht hat, ist er bereit für die Quest. Ja. Das ist schön und toll, aber warum kriege ich hier so richtig harte Aufträge? Die, ja, Level 10, genau, die lustige Witwe. Sprich mit dem Totengräber. Setze deine Hexensinne ein, um den Schlupfwinkel zu erkunden. Hä? Arre? Okay. Sammle sie alle.
Nö, wenn, dann machen wir erstmal Sprich mit dem Jäger namens Nilen. Also wenn, dann machen wir die Quests. Und, blutiger Baron und Hexenjagd. Okay, das wäre Hauptquest. Dann machen wir als erstes Hexenjagd. Da Scheiterhaufen in Novigrad, Reiseziel Skellige. Okay, weil wir haben jetzt erstmal, Quest des Zorns. Und wir sollten dringend Quests machen, die, sag ich mal, unsere Stufe entsprechen, weil 32, Stufe 10, Stufe 16, das ist halt too much. In Velen oder Novigrad befindet. Okay, also das heißt, kann quasi auch sein, dass wir bestimmte Orte bereisen müssen. Also auch zwischen den Gebieten hin und her wechseln müssen. Vermute ich jetzt mal. Dass du nicht alles das Gebiet durchmachst, dann machst du das Gebiet durch. Das glaube ich jetzt fast gar nicht. Weil teilweise 16 und so. Also die Levels sind schon teilweise. Uiuiuiui. Kann man förmlich schon sagen. Aber ich kann jetzt nur eins sagen, dass hier die. Dass das die wilde Jagd war, die den Typen da gefoltert hat. So, wir müssen jetzt mal gucken. Da prüfen wir Plötze. Nicht erkundeter Ort. Ja, wir werden ja jetzt auf jeden Fall mal, die Hexenjagd werden wir mal machen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was dieser nicht erkundete Ort für ein Level ist. Das Problem ist, ich gebe es auch zu, ich habe da ein bisschen Schiss, dass die Quests noch nicht auf meiner Stufe sind. Klar, ich könnte es mir jetzt angucken, aber... Aber ich glaube nicht, dass die auf meiner Stufe wunderbar geeignet sind oder so. Kann ich mir jetzt, sag ich mal, weniger vorstellen. So, wir reiten jetzt einfach da zu dem Questziel hin. Das ist ja Stufe 5. Das sollte kein Problem sein, aber du hast halt echt Probleme, Level-Ups zu bekommen, ne? Also ich meine, Erfahrungspunkte oder so kriegst du hier absolut nicht hinterhergeschmissen. Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Los, meine Lieben, an die Arbeit! Keine Angst! Oh, pass mal auf, die schlitzig. Aber ich sollte einen Schmied finden, um meine Ausrüstung zu reparieren. Bestätigt einen deiner Gegenstände ist im Schlechten, repariere ihn, sonst funktioniert er nicht gut. Genau deswegen. Oh. Ich glaube, wir haben noch so ein Reparaturset, oder? Gesellenrüstungsreparaturset. Fuck, Mann, das ist jetzt alles nur für Rüstung, oder was? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss die Stahlwaffe wohl oder übel nehmen. Also die kann ich jetzt gerade momentan nicht verwenden, weil ich habe 50% Haltbarkeit. Weil ich habe jetzt auch keinen, Wir ziehen dir die Haut ab. Okay, gut. Das ist ja wie ein Goblin hier, hat der gelacht. 45% junger Vater. Handbeil. Ja, wir brauchen den Schmied.
Ja, Banditen haben allerlei, was soll ich sagen, Shit dabei. Das sind Wasserflaschen. So, jetzt Questgegenstände gibt es hier keinen. Ich kann halt eine Kerze hier anzünden, aber ansonsten haben wir hier nichts Besonderes. Ja, gut, okay. Das kann man ja, sag ich mal, akzeptieren. Aber wir haben die Räuber ausgelöscht. Erfahrungspunkte haben sie ja auch noch ein bisschen gegeben. Also so ist es. Wir sind fast tot. Ja, wir sollten mal meditieren oder so. Das wäre jetzt die günstigste Methode, sich am Leben zu halten. So, erstmal das Pferd herrufen. Da kommt es schon mit unserer tollen Trophäe aufsitzen. Ja, einen Sattel sollten wir auch noch einen neuen kaufen. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir brauchen dringend einen Schmied. Einen Waffenschmied. Beziehungsweise Rüstungsschmied brauchen wir auch noch. Langsamer. So, wir haben hier eine kleine Quest. Die werden wir auch machen. So, da speichern wir gleich mal ab hier. So, und dann quatschen wir erstmal mit der. So. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Das kann man ja machen, die Schreine reparieren. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Alles klar, Erfahrungspunkte 10. Ja, Mann. Das ist ja eine tolle Quest. Verteidiger des Glaubens. Alles klar. Ja, kriege ich das auch bezahlt? Lauf, Plätze. Also, hey, wenn ich da kein Geld kriege, dann sieht man das Schwert. Aber von ganz nah, das sage ich euch. Sind das Banditos? Oha, Plätze. Das pisst wieder wie aus Kübel. Komm jetzt. Gibt's hier einen Schmied? Es gibt mal zumindest einen Gemischtwarenhändler. Einen Kaufmann gibt's hier. Wir schalten jetzt erstmal die Schnellreise frei. Ah, da hinten wäre ein Schmied. Sehr schön, den brauchen wir. Den Spatzi, den brauchen wir auf jeden Fall. Den Kaufmann momentan noch nicht. Aber den Schmied, den brauchen wir auf alle Fälle. Oh, die leuchtet so schön. Lena. Mit der kann ich quatschen. Pass mal auf, das mach mal, bevor. Kann man nicht mit der reden? Das ist jetzt doof. Wie jetzt? Okay, ich kann mit dir nicht interagieren, weshalb auch immer. Nee, ich hab nichts getan. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Waffenschmied, sehr schön. So einen brauche ich, der mir meine Scheiße repariert, das sag ich euch. So. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Okay, würdest du etwas für mich anfertigen? Wir machen jetzt erstmal, zeig mir mal was. Ich sehe mich um.
Vielleicht suche ich mir was aus. Ja, genau. Zeig mal, was du so Schönes hast hier. So, zerlege, repariere, das muss ich. Reparieren. Ja. Uiuiuiui. 55 Kronen, das zeige ich. Verwendete Ausrüstung reparieren. Kann man das nicht irgendwie alles, Für 35 Kronen nochmal alles repariert oder was? Ja, so wie es aussieht, ja. Nee, zerlegen wollen wir auf jeden Fall nichts. Ja, du kannst halt mit zerlegen Rohstoffe gewinnen, aber momentan brauchen wir die gar nicht. Also wenn, dann bräuchte ich Kronen. Ja, das Schwert, nee, das lassen wir mal. Momentan brauche ich Kronen. Also wenn ich das hier verkaufe, diesen beschädigten Shit hier. Ich brauche ja Kohle ohne Ende. Das ist mein Problem. Das braucht Krimi. Weil wir haben 69 Gegenstände. Viel zu viel. Ja, das gelbe Schwert können wir mal aufheben als Ersatzschwert, falls wir das nochmal irgendwie brauchen. Ja, guck mal, wir finden so viele Waffen, dass wir jetzt schon wieder bei 300 Kronen sind. Wir gucken mal, vielleicht können wir auch irgendwie noch eine Rüstung herstellen oder so. Irgendwas so richtig geiles, megamäßig, spaltmäßiges, tolles Spaltbolzen. Das ist ja auch für eine Armbrust. Was verkauft denn der hier für 30? Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Das ist nice. Für 30 Kronen, das kaufen wir. Das kaufen wir. Wenn er schon so tolle Sachen hier verkauft. Schema, meisterlich gefertigtes Silberschwert. 250 Silberschaden. Ja, das ist hier temerischer Dolch, Viperstahl. Was haben wir hier? Da haben wir eine Stahlwaffe, 49 bis 51 Schaden. Naja, das sind so die guten Waffen, sag ich jetzt mal. Ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Aber der kann. Der bietet mir, glaube ich, ab. 138. Gut, aber 250 Schaden ist halt dann schon mal was anderes, ne? Das ist halt schon. Chimerischer Dolch, guck mal, da gibt es ja noch so Waffen, da kannst du hier Vipernstahl. Aber an sich, das sind Stahlwaffen, Silberschwerter. Es ist ein Waffenschmied. Ich kann hier auf jeden Fall keine Rüstungen anfertigen. Wenn dann, da brauche ich diesen Rüstungsschmied, ne? Rüstungsschmied wäre da ganz gut. Ja, hier kannst du halt so Stahlshit verkaufen. Nee, das machen wir jetzt mal momentan nicht. Wir haben ja 330 Kronen. Wir müssen mal gucken, zum Verkauf. Was bietet er da so jetzt außer den Scheiß, wo ich jetzt... So ein Sattel oder so hat der nicht, ne? Nee, das hat dann, wenn dann der Händler, ne? Das lohnt nicht. Ja, wir haben jetzt erstmal eine Quest. Bis dann. Okay, das klingt doch schon mal gut. Wir benutzen hier erstmal das Ding. Jetzt haben wir noch Aufwertung für Schwerter. So. Und all das, wie es weitergeht, Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein. Matane.